So, und willkommen zum Torwandschießen und freuen uns auf den Herausforderer, auf Thomas Kempf. Herzlich willkommen, 30 Jahre alt, spielt für, sag du nochmal den Namen. VTG Queich-Hambach. Wollte ich gerade sagen, ganz genau. Und so sieht das aus, Oliver Schmidt kommentiert diesen wunderbaren Schlenzer hier. 1:1 steht zwischen Queich-Hambach 2 und Fortuna Billigheim-Ingenheim, bis Thomas Kempf diesen Schlenzer mit links ins Tor zaubert. 2:1, das ist der Siegtreffer. Kempf, der doppelte Torjoker, eben erst eingewechselt, dreht er mit seinem zweiten Treffer diese Partie in der A-Klasse Südpfalz. Aber ja. Aber wenn ich mir das anhöre, gegen Billigheim muss man natürlich auch gewinnen, oder? Natürlich. Ansonsten fürs Torwandschießen trainiert? Nee. Perfekte Voraussetzung. So, und gerade fragt er noch mal nach. Zlatko Junuzovic von Werder Bremen rechts unten ist vollkommen richtig. Bitteschön. Dreimal. Und Applaus für den Zauberfuß von der Weser. Oh. Nächster, da kommt er schon. Gut. Zweiter Versuch. Thomas Kempf schaut ganz genau zu. Der sah gut aus. Viel Becher, ne? Und ich sag mal, der dritte ist drin. Naja, gut. Na, schauen wir mal. Weiter geht's. Jetzt Fritz Dopfer. Sie sind ja auch schon 11,6 Kilometer gelaufen heute. Ja. Fritz Dopfer unten rechts. Fan des FC Bayern München. Robben schaut zu. Oh. Eher so ein Softie. Ah, yeah, yeah, genau. Fritz zum dritten. Oh, der Pass. Nicht schlecht. Der Softie trifft. Thomas Kempf jetzt. Gleich weiter. Oh. Er macht das anders. Der Ultra-Softie jetzt. Okay, aber jetzt im dritten Versuch zum Ausgleich. Okay. Zlatko Junuzovic oben links. Das müsste eigentlich besser passen, oder? Das ist fast wie der direkte Freistoß heute. Applaus für Zlatko. Versuch Nummer 4. Eieiei. Ganz kurz, haben Sie eine Wette einzulösen oder wenn das schief geht? Ich mach alles, mir ist egal. Oh, sehr gut. Den Druck. Den Druck. Den Tipp gebe ich dem Skripnik weiter. Junuzovic braucht den Druck. Jetzt Fritz Dopfer, der weiß, wie man sich vorbereitet. Oben bitte, oben. Nochmal Applaus für unseren Vize-Weltmeister im Slalom. Nochmal so ein Stück höher und er passt. Fritz Dopfer. Okay. Es bleibt bei einem Treffer. Aber jetzt. Oh, Thomas, das sieht gut aus. Noch alle Möglichkeiten zum Sieg. 0-1-1 steht. Ja. Schade, hat nicht geklappt. Trotzdem danke fürs Mitmachen, Thomas Kempf. Fritz Dopfer wünscht mir eine gute Restsaison. Und Zlatko Junuzovic hat noch was. Okay. Von der ganzen Mannschaft unterschrieben noch. Das ist ein kleines Geschenk. Mei. Super. Ja.